Moin Leute und herzlich willkommen zu unserem nächsten wunderbaren Community-Tool. Und zwar geht es diesmal um einen Stack-Based Calculator. Das ist sozusagen ein übermächtiger Taschenrechner, den man aber gleichzeitig noch programmieren muss. Ihr kennt ja alle ein Mensch, beziehungsweise im Forum der Mensch. Und ja, ihr wisst, er hat ein Faible für Programmiersprachen und hat natürlich hier sich auch gedacht, Mensch, warum einfach einen stinknormalen Taschenrechner, wenn ich das Ganze auch als Programmierumgebung auffassen kann? Und ja, ich will gar keine Anleitung jetzt hier zu diesem Tool geben, denn er hat das alles selber gemacht. Ihr könnt hier einfach mal Help eingeben und dann wird euch hier tatsächlich auch schon eine Möglichkeit gegeben, Tuts zu benutzen. Und dann könnt ihr hier eben alles Mögliche damit berechnen. Das heißt, ihr habt sozusagen online eine direkte Live-Umgebung zum Programmieren von einer Stack-Based-Sprache. Jetzt ganz kurz zu Stack-Based-Sprachen. Was zum Beispiel ist eine Stack-Based-Sprache? Assembler ist auch eine Stack-Based-Sprache. Und ich finde, das Ganze ist eigentlich eine relativ spannende Variante, um in das Thema einzutauchen. Auch eine mehr oder weniger spielerische Variante. Das heißt, wer Bock hat, schaut sich einfach mal ganz kurz dieses wunderbare Tool an und ja, kann es ja vielleicht hin und wieder mal für ein paar Berechnungen benutzen oder auch einfach zum Lernen, was oder wie eine Stack-Based-Sprache funktioniert. Super, das war's von meiner Seite schon wieder. Ich hoffe, euch gefällt das Tool genauso wie mir und ja, ich habe hier oben tatsächlich übrigens keinen Link eingetragen, denn erstens mal kennt ihr ihn alle und zweitens habe ich tatsächlich keine Möglichkeit gefunden, ihn zu verlinken, weil er mal wieder alles selber geschrieben hat, logischerweise, und deswegen auch mich keine Links hat einfügen lassen. Okay. Aber so viel dazu. Viel Spaß bei dem Tool und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.